Wunderschöne Aussicht, ne? Klasse. So, hallo, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, liebe Zuschauer und Zuschauer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indianerschons der Abenteurer oder Captain America oder Justus der Abenteurer. Und das hier ist mein YouTube-Kanal, Indianerschons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Und das hier ist der Kumpel Sebastian Benz. Und wir sind hier auf den Aussichtsturm Himmelsleiter. Genau, auf zum Himmel bei Pottenstein. Wir sind ungefähr, der Berg ist ungefähr 460, 70 Meter hoch. Und diese Aussichtsplattform ist auf der Höhe von dem Turm 25 Meter und der Turm komplett ist 35 Meter hoch. Also der Turm ist komplett 35 Meter hoch, aber die Aussichtsplattform ist auch 25,5 Meter. Und der Berg ist 470 Meter hoch. Und von hier aus steht man einen schönen Pottenstein und die Rodelbahn und die Berge und Wald und vieles mehr. Ja, und wir sind hier noch bedacht und haben einen schönen Blick auf das ganze Tal und noch und wir haben noch Bewegung drin. Wir können alles spüren, wie sich alles bewegt. Gell? Ja, das wackelt hier hin und her. Genau, wackelt so. Da denken wir, sind wir Captain Jack Sparrow auf dem Schiff und haben wieder was getrunken. Ne? So, wie Jack Sparrow sagt, warum ist der Rum immer leer? Und dann steht er auf, ach, darum ist der Rum immer leer. Hab zu viel gesoffen und vergessen. Ja, und so ist es hier auch. Nur ohne Rum. Jo. Und davor ist noch so ein kleines Steinlabyrinth, so ganz wie kleine Steinchen. Ja, aber und so eine kleine Marienkapelle, so was da vorne und das ist dann hier dann alles. Steinlabyrinth erwartet man sich mehr, aber gut. Es ist alles okay, das ist Anfang des Videos und viel Spaß am Zuschauen, danke fürs Einschalten. Jetzt Film ab dem Action, sagt der Justus der andere, let's play, gell? Hau rein, hau mal raus, let's go. Genieß dich schön. Instagram, Seppo Sturm, kommt vorbei, lasst ein Like da. Genau. Oder ich habe die Möglichkeit, mich zu folgen auf Instagram und TikTok, mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Andere und mein TikTok-Name lautet Justus der Andere 13 und kann jawohl. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke, damit der bald benachrichtigt, wenn es ein weißes Video ist, da ist, seid immer aktuell, verpasst ihr kein Video. Und da habe ich eine Playlist, ein wenig aufgeräumter. Fränkisch Schweiz ist die Playlist, alles was mit Fränkisch Schweiz zu tun hat. Und ja, und falls ihr es vergessen habt, wie heißt, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Ich habe nicht umsonst Indiana Jones Hut auf. Und der Vorteil ist, wenn ihr die Glocke aktiviert, seid ihr immer up to date und ihr tut die, also die Benachrichtigungen sofort auf euren Smartphone empfangen und dann schaut ihr gleich rein, wie das ist. Und nicht vergessen, wir verdienen kein Geld damit, das ist rein Hobby. Nicht, nur Hobby. Nur Hobby. Wir beide machen das nur aus Hobby. Aber ich bin nur, ja. Ich habe meinen freien Willen. Richtig. Ich kann entscheiden, wo ich hin möchte. Richtig. Die so, Aufrufe so sind das. Uns eigentlich egal. Hauptsache, wir haben Spaß am Leben. Und wir nehmen euch mit? Genau. Ich habe die Möglichkeit, uns das zu begleiten. Und wenn es euch gefällt, dann könnt wegschauen. Ihr wegschauen oder wenn es euch gefällt, dann seid wir froh, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Weiterfahren. Herzlichen Dank. Just over and out. Genau. Let's play. Weil ich kann nicht beides anschnallen. Kann ich. Alles. Ja. Ich hab die auch schon mal gebracht. Als mein letzten Teil hochgelaufen, ich habe den Himmel gehabt. Ja. Nur das erste Teil. Ja. Wenn wir was gemacht haben, danach ging es wieder.
So, wenn man auf Google Maps nachguckt, steht hier ein Labyrinth drauf. Das ist ein Steinlabyrinth, guck mal. Aus Stein. Das gibt es in Würzburg auch. Ja? Ja, auf der Kiesburg. Okay. Genauso wie hier. So labyrinthmäßig. Ne, so ein Steinlabyrinth oder sowas ähnliches. Ich habe gedacht, so ein richtig großes Labyrinth. Was? Ja, auf der Google Maps stand drauf nur ein Labyrinth. Mehr stand nicht drauf. Und das war groß und die Ziegen kamen hierher und da gefressen alles. Haben das ganze Gras da gefressen. Naja. Ach, Quatsch, ne. Keine Ahnung. Was sie daraus gedacht haben. Da steht doch was. Hier, Labyrinth. Labyrinth am Is. Ja, ja. Hallo. Auf der Spurensuche der Heiligen Elisabeth. Was ist da drinne? Maria hilft. Okay. Eine kleine Kapelle. Gut. Das war hier alles. Hier oben schaut es aus wie in Sommerhausen, oben am Tierpark. Die Gegend. Erst wenn du in den Tierpark bist, ja, dann schaut es auch so die Gegend aus. Genau. Also die Fränkische Schweiz oberhalb schaut irgendwie normal aus, unterhalb im Tal schaut es irgendwie cooler aus. So, eine Felsformation. Ja. Schaut gut aus hier. Kann man echt, kann man mitnehmen, ja. Und da ist die Himmelsleiter. Mit großer Antenne. Wenn Thor sagt, ich komme zu euch. Mit seinen neue Waffe, gell? Also hier hat man 100% kein Handyempfang. Okay. Doch. Die Himmelsleiter. Und da vorne ist der Teleporter in Zimmelreich. Ab im Weltall. Das hoch und dann bam. Ab im Weltall. Teleport zum Mars oder was? Fast so wie Baumwipfelpfad, wo man hochgehen kann. Ja. So. Da ist das Ding. Da ist das Tal. Eisschlag. Drehen des Turmes bei Gewitter verboten. Super. Cool, ne? Ja. Die Himmelsleiter. Meter hoch. Wie hoch? 37 Meter. So hoch? Wir sind die Höhenlage, 490 Meter und der Turm ist selber 37 Meter hoch, 150 Stumpfen. Wow. Das ist nicht gedacht. Und 25,5 Meter ist der Aussichtsturm. Also ist unsere Aussichtsplattform. Meter.
Also 35 Meter ist bis zur Spitze und Ausflugplattform 25 Meter. Okay. Und 4:45 Uhr sind wir halt, ist die Berghöhe. Also die Himmelsleiter. Ja, siehst du am besten dann. Wow. Puh. Die Himmelsleiter halt. Vielleicht geschafft. Geschafft. Ja. Jo. Hallo. Schaut, dann haben sie genug gemacht. Für Steinfiguren. Ja. Ein Tomatenkopf, Peacezeichen, Herz. Und hoch? Ja. Hoch? Ja. Emmy, Anne. Guck mal, der schwingt. Mach mal nix, der schwingt der Turm. Ja. Lehn dich mal so ab, dann merkst du, dass der schwingt. Ja. Jo. So. Komm, Sebastian, machst du auch? Weiter so, dann machst du einen Stamm. So, gut. Wahnsinn. Wird schlechter Turm. Ja.
So. Siehst du irgendwo? Und wo? Ist hier nix. Kommt gleich. Was war eins? Da oben, guck. Boah, da sieht man was kommen. Wegen der Sonne. Ja. Schön dekoriert. Das ist ja, wenn man hier steht, ne? Ja. Und es wackelt. Labyrinth und die Rudelbahn. Cool. Das ist cool, wenn man hier so läuft und runter guckt. Ja. Da sind wir hier Berge. Cool. So runter guckst. Cool, ne? Wenn ja. Du so läufst, gell? Ja. Schon heftig. Burgen Wattenstein. Ist doch eine Stadt wieder machen. So, gehen wir jetzt runter, oder? Ja. Oder willst du Nachrichten lassen? Oh, Sebastian, guck mal, da macht immer ein falsches Zeichen drauf. Er denkt, er macht den Strich runter, der muss das hier wegmachen. Gell? Ja. Mein Zählzeug hat keinen Unterstrich. Man macht das hier weg. Genau, so. Das muss hier, das muss. So weg. Nach oben so. Ja. Zack, und dann zack. Ja, das ist dann weg, falsch gemacht. Also gehen wir runter, oder? Und falls ihr keinen Empfang habt, einfach hier anschließen, da hat der super Empfang. Denke ich mal. Nee, Quatsch. Spaß, da ist irgendwo so eine Antenne, glaube ich, drauf. Und das ist kein Teleporter zum Tor, gell? Wie heißt das nochmal, Tor, sein Tor Heimat? Ja. Wie heißt der Heimat nochmal? Wie heißt das nochmal? Du kennst dich damit besser aus, Justus. Ach, nicht so richtig. Du kennst dich damit perfekt aus. Akanda? Nee. Ja, total Heimat. Asgard. Da geht's nicht nach Neu-Asgard, Neu-Asgard. Nee. Nee. So, alles was rauf geht, muss da wieder runter gehen. So schaut's aus. Oder runter kommt man immer. Aber nur wie?
Nur fliegen ist schön, da war es nur kurz auf Loch. Und das war's dann. Danach geht's 10 Meter tiefer. Danach geht's ab mit Kiste und 10 Meter tief. Ja. Da heißt es der ewige Schlaf. Da brauchst du immer so stehen, gell? Ja, meistens. Kannst du ewig schlafen. Und nie bei Gewitter hochgehen. Wenn es gewittert, ist es gefährlich. Kann ja vom Blitz getroffen werden. Gell? Ja. Sicherheit geht immer vor, auch bei unserer Ausflüge. Sicherheit geht immer vor. Wir achten immer auf den anderen. Ja. Wenn es so gefährlich wird, brechen wir es ab, gell? So schaut's aus. Es geht nicht unser Leben für YouTuber. Wir wissen ja schon, wann was nicht mehr so richtig, ne? Ja. Dass wir dann sofort gehen. Ja. Wir sind ja schon Senioren, gell? Alle Senioren, gell? So schaut's aus. Wir sind noch erst 22, Justus. Ja. Früher waren's schon. Wir sind noch erst 22. Im 11. Jahrhundert waren wir schon Senioren. Ja. Hast du nicht gewusst? Da waren wir schon uralt. Ja, Senioren. Da hat man nur bis, glaube ich, im 11. Jahrhundert hat man noch bis 30 Jahre gelebt. So 33, da bist du gestorben dann. Da ja, war so früher viel. Alt, ne? Ja. Was heute 80, 90 Jahre alt ist, also heute war früher halt mit 33. Da bist du halt schneller gealtert als heute. Und früher waren da Menschen auch viel kleiner als wir heute. Ja, dann hat man in den Türen von den Burgen, sieht man ja. Das oft, häufig. Ja, weil ich mit 2 Meter groß bin, komme nicht überall durch. Aber das hat auch einen Vorteil, dass du so groß bist. Ja. Das hat einen Vorteil. Ja, man kann besser die Äpfel pflücken. Und du kannst Bud Spencer spielen. Ja. Man kann besser die Äpfel und die Birnen und die Tomaten und nee, die Äpfel, Birnen, die Kirschen und Zwetschgen pflücken. Ja, weil ich lauter hochkomme. Ja, das hat alles halt Vorteil auch. Ja. Der Nachteil ist, ich kann dann nicht jedes Auto fahren, weil die viel zu klein sind. 400-500 ist noch eine Grenze. Nur mit Schiebedach, gell? Ja. Da kann ich das Ding wegmachen. Und das Schiebedach ist nicht möglich. Aber guck mal an, das haben sie alles Leute selber gebaut, guck. Ja. Da haben sich Leute Mühe gegeben und hier für die anderen Leute was gemacht. Justus, ich muss wieder was sagen. Hä? Wenn, mach weiter, alles gut. Ja. So. Reicht doch. Haben wir noch alles gesehen? Ja. War cool, oder? Ja. Kommen wir halt in der Woche wieder zurück. Na, selbstverständlich. Wir haben heute alles erlebt, oder? Die Himmelsleiter, die Bobrodelbahn. Okay, jetzt auf dem Skywalk waren wir heute nicht. Aber da waren wir ja schon mal. Ja, waren wir schon. Nächstes Mal suchen wir uns die östlichen Höhlen und dann ab ins Felsenbad. Oder? Ja, wenn es richtig heiß ist, ne? Aber heute wäre zu kalt für Felsenbad. Es wird noch heißer. Das war heute zu kalt. Das ist erstmal eine Vorstufe. Es kommt noch heißer. Ich glaube, es wird noch heißer. Nächste Woche, Leute, soll es 40 Grad werden, habe ich gehört. Das ganze Wind kommt jetzt alles, nee, die ganze Hitze kommt jetzt aus Spanien oder Frankreich. Und was sagen wir dazu? Yes! Die haben gesagt, da ist es bis 50 Sommer Grad. Sommer ist besser als Winter. Ja, ebenfalls kommt, diese Woche wird es bis 34, 35 Grad warm und nächste Woche soll es richtig 40, 50, keine Ahnung, Grad warm werden. Das heißt, wir haben Urlaub. Aber für alle, die arbeiten müssen, ist schlecht. Ja. Für uns, wenn wir Urlaub haben, ist gut. Ich kann Quad fahren, Roller fahren, schwimmen gehen. Wir können unsere Höhle verschwinden, gell? Genau. Die Höhlen sind sehr kühl. Ach Leute, wenn das richtig heiß ist, dann kann man echt empfehlen, das Pottensteiner Felsenbad, das ist ziemlich kühl, gell? Oh ja. Das soll ziemlich cool sein. Da waren wir noch nicht drin. Ja, leider nicht drin. Das soll sehr cool sein. Und zweitens mal, hier in der Fränkischen Schweiz gibt es genug Höhlen. Öffentliche Höhlen, da könnt ihr auch reingehen, die sind auch sehr kalt, gell? Ja. Zum Abkühlen, also so kühl wie die Klimalache. Und jetzt laufen wir zurück zum Auto und fahren zurück nach Würzburg. Genau. Dann machen wir die Abfahrt. Und im Hintergrund könnt ihr nochmal die Himmelleiter sehen. Die Leiter ins Himmelreich oder Himmelhoch. Himmelreich nennt man doch das Ding, das war bei, haben wir auch hier, wie heißt das nochmal, hinten bei Wertheim.
Da, wo das Tunnel ist, ist das Himmelreich, heißt es doch. Ja, und da heißt ein Campingplatz auch Himmelreich. Bei D-Max kommt immer zu einem Campingplatz, der heißt Himmelreich. Hat sogar die haben so ein Ortsstück genommen, gekauft, wo drauf steht Himmelreich. Also der Campingplatz heißt. Jo. Ich sag ja, die Fränkische Schweiz ist wunderschön. Durch dich bin ich ja da drauf gekommen. Ja, da gibt es aber noch mehr sehenswürdige Orte. Nicht nur Pottenstein, es gibt noch mehr sehenswürdige Orte. Beispiel muss man mal gehen nach. Also da haben wir unsere, Kapelle. Kleine Kapelle und dieses kleines Labyrinth. Genau. Steht drauf Labyrinth. Auf dem Spurensuche, auf dem Weg von der Heiligen oder so Elisabeth, weiß ich drauf. Ja. Das Labyrinth. Elisabeth-Weg am Pottenstein. Da Himmelskleider war schön. Aber ich finde es gut, die haben es kombiniert gleich mit so einem Handymast. Ja. Der Himmel ist leider. Ist wunderschön. Mit der schönen Aussicht. Mutter, super schön. Von hier aus kann man sehen, Pottenstein und den Rest der Welt. Wir sehen Pottenstein und hauen dabei rein. Genau, hauen da rein. Wir sehen Pottenstein und wollen einen Pott haben. Genau. Ein Pott. Hey, gewonnen. Unser Pott. Wieso ein Pott? Ein Pott ist. Pokal, was? Nee, man sagt auch ein Pott Kaffee. Oder ein Pott Kaffee. Oder ein Pott Kakao. Aber ich bin eigentlich in Pottenstein, wisst ihr warum? Weil ich muss beim Aldi einkaufen. Da bin ich extra nach Pottenstein gefahren. Genau. Nee, Spaß. Hier gibt's kein Aldi, glaube ich nicht. Oder Norma oder was? Das gibt's glaube ich auch nicht. Doch, Norma gibt's auf der anderen Seite. Echt? Ja, bei dem hier, bei dem Bobfahren. Okay, ist aber neu. Und das hier ist alles ein Landschaftsschutzgebiet hier drauf. Irgendwas mit einem Adlerzeichen. Das heißt irgendwas Naturschutz oder Landschaftsschutzgebiet. Da dürfen wir leider nicht mit dem Auto herfahren, gell? Ja, aber würde ich auch nicht mit meinem Benz, ehrlich gesagt. Ja. Da machst du dir alles kaputt. Ja. Außer du hast Gelände. Schlagen. Dann läuft. Aber dann ist das Schild, sagt er, nein, das denn nicht. Naturschutzgebiet. Ja. Naturschutzgebiet. Oh, das ist noch schlimmer. Bei unserer Region, also in Würzburg, gibt es viele Landschutzgebiete. Und hier gibt es Naturschutzgebiete. Ja, Naturschutzgebiet heißt was anderes. Noch schlimmer. Bei uns ist doch immer so, überall so grünes Zeichen, da steht was Landschutzgebiet. Und hier ist Naturschutzgebiet und hier steht auch alles, hier erlaubt ist und nicht. Tiere zu fangen. Freundefrei. Fangt keine Tiere, wenn ihr hier seid. Seltenes zu reiten, mit Fahrzeug aller Art zu fahren. Also das noch nicht mal mit Fahrrad fahren. Gar nichts. Aber hier sind vorhin welche gekommen mit Fahrrad. 50.000 DM. Das ist noch D-Mark. Ja, ist alt. Ja, Fahrrad ist wahrscheinlich was anderes. Mit Fahrrad ist was noch anderes. Ja. Also sie meinen wahrscheinlich mit Fahrrad nicht auf den Weg fahren. Also du darfst hier auf den Wege. So abseits hier durch den Acker von. Jeder weiß, wenn er im Naturschutzgebiet ist, wie er sich verhalten soll. Ne? Kein Schmutz machen, kein Dreck in der Kein Zelten. Fertig. Keine Party machen. Keine Party. Keine Techno-Musik machen. Genau. Kein Autotreffen machen. Kein Lagerfeuer machen. Kein Lagerfeuer machen. Keine Tiere fangen. Außer Pokémon, die darf er fangen, gell? Genau, mit dem Handy. Ja, mit Pokémon Go spielen. Da gibt es bestimmt ein paar Pokéstops oder so. Oder Sehenswürdigkeit oder sonst was. Tiere fangen. Ja, das muss echt gut sein, Tiere fangen. Mit dem Handy kann man jetzt einen Pokémon fangen, also das Spiel Pokémon Go. Aber Tiere fangen, also. Wie kommt man da drauf zu schreiben, keine Tiere fangen? Mit Lasso wahrscheinlich so. Hey. Stell dir mal vor, ich hätte einen Pokéball, so einen Pokéball in echt und könnte es hinschmeißen, das Tier wird gefangen damit. Ja. Als wie Pokémon. Keine Tiere fangen. Also echt so, in der Serie Pokémon gibt es keine Tiere. Da gibt es nur Pokémons. Und einer hat gesagt, was ist Mythos, sagt einer, dass die Pokémons mit den Menschen damals Krieg hatten, das soll zur Armin erklärt werden. Und der Ash ist immer jung geblieben. Seine Mitläufer werden alt, aber er bleibt immer jung. Auch komisch, oder? Die Misty ist auch alt geworden. Ja, alle werden alt, bei diesen Pokémon gerufen, alle alt, sogar nur Ash bleibt jung. Und bei der neuen Serie habe ich mal kurz gesehen auf. Habe ich kurz gesehen, da ist er noch jünger geworden. Haben sie noch jünger gemacht. Ja, fast so wie bei den Simpsons. Ja. Ja. Obwohl, da gab es zwei Folgen, glaube ich, wo Bart und Lisa groß werden. Ja. Und Pokémon Go gab es früher bis 40 Level, jetzt sind es sogar 50 Level.
Ja, Pokémon Go war eine schöne Welt, schöne Spiele. Hat man in Witzburg Leute getroffen. Hat auch früher noch. Da gab es früher für den Game Boy Color die blaue Edition und gelbe. Ja, kenne ich. Und rote. Ja. Das hat mir Spaß gemacht, weil du konntest am Ende, wenn du fertig warst, die gab es schon in Nintendo 64, gab es so einen Adapter. Ja, konntest du auf dein Ding rüber schon öffnen. Wo du reingesteckt hast und dann konntest du damit Pokémon Stadium so spielen. Ja. Und dann bei der gelben, nicht, bei gelben, blauen, roten, bei gelben war extra so Pikachu, kannst du wie Ash spielen halt. Ja. Und da war ein Trick dabei, dass da eine Stelle bei der letzten Insel da, wo du rüber schwimmen musst. Zinnoberinsel. Ja, da musst du da eine Stelle schwimmen, da kommt so ein Viech. Und dann kriegst du 100 Superbonbons, wo du deine Levels aufpushen kannst. Ja, da wird alles verdoppelt. Dazu muss man auch was sagen, auch wenn du die Levels aufgepusht hast, wurden die Pokémons nicht so stark, wie wenn du die in echten Kampf dir verdient hättest. Ach doch, die wurden stark. Nicht so stark, die haben nicht so viel KP bekommen dadurch. Ich habe die stark gemacht und habe sie damals auf die Kristalledition rübergeschmissen. Mit Linkkabel rüber zur Kristalledition, da war ich gerade noch am Anfangsstadium. Da habe ich gerade das Spiel gestartet, neu gemacht. Und dann, ach, die Pokémon so, da sind scheiße mit Attacken. In den alten Spielen waren die Pokémon besser mit Attacken. Da hast du Pikachu mit Donnerstock und Donnerwelle und sowas gehabt. Das war schon cool, ne? Und da war die neue Edition bei Kristall. Ja. Das war nach der Silberkristall, da waren nämlich so laschige Attacken. Die coolen Attacken waren damals auf der alten Edition. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast auf der gelben Edition coole Pokémon gehabt, fertig. Glurak alle und die coole Attacken. Mit Hypo-Strahlen alles. Ich finde ja cool. Surfwelle, Mega-Surf und habe die alle rübergeschickt und da habe ich gespielt. Ja. Und ich fand es einfach cool, wenn du die Orden dir verdient hast. Ne? Ja. Und am Ende, wo du dann dieses Finale gehabt hast, wo du gegen die Endgegner gekämpft hast. Ey, das war Pokémon, die Edition für den Game Boy Color. Ja, und danach war Pokémon Kristall, danach Silber und Dinge. Und da habe ich so wirklich dann gespielt. Und dann haben wir jetzt hier die Sommerrodelbahn und die Skywalk. Ja. Wunderschön. Da ist bestimmt auch eine Pokémon Arena und alles auf der Ding. Bestimmt mehrere. Bestimmt. Alles hin, zwischen Kassel eingetragen. Jedenfalls war das Spiel Pokémon Go in der Stadt Würzburg. Hast du einfach mit Leuten bist einfach einmal hingegangen und bist mit denen rumgegangen. Kannst du gar nicht, aber war das schon bei du und dann gesagt, komm mit. Spielen wir zusammen gegen den Bosskampf, diesen Raid. Da war es nicht so, ey du, ich kenne dich nicht, sondern hey du, komm, wir spielen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe aufgehört bei Pokémon Blaue Edition. Okay. Also da war mein Ende von der Pokémon-Reise. Ja. Ne? So, und wenn ihr alle Fragen habt an Pokémon Go und sowas, müsst ihr Christian Pokémon fragen, mein Kumpel. Der kennt sich gut aus, der spielt es immer noch. Da frage ich auch was, wie es weitergegangen ist. Ich hatte früher, also ich habe es noch, oder irgendwie war ich dann Team Rot und Team Blau. Ne, Team Rot, erst Team Gelb, mit der einen E-Mail-Adresse und einem Handy, und da habe ich noch ein neues gemacht, weil mein Kumpel war dann gelb, war rot, das war scheiße, aber Christian Pokémon habe ich auch rot genommen. Also war ich Team Rot und Gelb, erst Gelb und dann Rot. Und beide sind Level über 30, 32, 33, also auch nicht so hoch geworden. Und da ist Sebastian Benz Auto und jetzt sagen wir danke fürs Zuschauen einschalten, ganz bald wieder, bis dann auf Wiedersehen und fahren zurück nach Würzburg. Danke fürs Zuschauen einschalten. Gut, auf Wiedersehen. Macht's gut. Justus Dambau und Sebastian Benz. Will Grüße aus Boddenstein. Ende Aufnahme. Alles ist gut, solange wir wild sind. Alles easy deasy, Alter. Alles easy deasy. Und jetzt reit. Jo. Macht's gut. Justus over and out, Game over. Der Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die fünf Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Eins, zwei, drei, vier, fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Hi. Hallo. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die... Fünf Freunde. Aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind drei Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George, zeigst du den drei mal, wo jetzt immer ist? Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt, wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Da
haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Wow. Fünf Freunde, ab 2012 im Kino. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Ich weiß, ich bin nicht wie andere. Zwei? Wobei. Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. So. Ja, du kommst von da, ich komm von da. Genau. Bist du bereit? So, ja. Freunde.